Ja, liebe Studentinnen, liebe Studenten, sehr verehrte Gäste, herzlich willkommen zu unserer Ringvorlesung. Heute zum Thema KI in den Ingenieurwissenschaften und ganz herzlich begrüßen wir natürlich Herrn Professor Markus Vetter von der Hochschule Mannheim. Ja, das Thema, die meisten wissen das ja natürlich schon, ist KI in unserem Leben und wir haben uns bislang mit verschiedenen Bereichen befasst. Der Einstieg war der Blick in die Science Fiction, inwieweit das alles schon Realität geworden ist. Wir haben uns mit den Robotergesetzen auseinandergesetzt. Wir haben Vorträge gehört zur KI in der Medienpraxis, auch, sag ich mal, aus der Sicht der Medienwissenschaften. Und in der letzten Woche hatten wir einen Vortrag, da ging es darum, wie wir letztendlich dann auch Technologien aus philosophischer Perspektive ethisch einordnen können. Heute nun, ich denke mal, insbesondere die Studierenden der nachhaltigen Ingenieurwissenschaften erwarten das schon sehnlichst, geht es eben um die KI in den Ingenieurwissenschaften. Da ist, so viel kann ich ja schon vorwegnehmen, die KI gar nicht mehr wegzudenken und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir dieses Thema heute behandeln. Ja, jetzt darf ich unseren Gast vorstellen. Herr Professor Markus Vetter ist Professor an der Hochschule Mannheim. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für angewandte KI und Robotik an der Hochschule Mannheim. In Englisch ist das das Institute for Applied Artificial Intelligence and Robotics, A2IR. Und ganz kurz zu seinem Werdegang. Er hat technische Informatik an der Hochschule Mannheim studiert und promoviert mit Auszeichnung an der Universität Heidelberg im Bereich bildgestützte Navigationssysteme. Seit 2005 ist er Professor an der Hochschule Mannheim in der Fakultät für Informationstechnik. Er hat dort 2007 das Institut, damals hieß das noch eingebettete Systeme, Regelungs- und Medizintechnik, jetzt eben wie gesagt A2IR, gegründet und leitet es seitdem. 2008 hat er den Studiengang Medizintechnik an der Hochschule Mannheim initiiert und entwickelt und dann eben vor kurzer Zeit auch diesen Studiengang KI-Ingenieurwissenschaften. Und dahinter steht die Überzeugung, dass die KI in den Ingenieurwissenschaften gar nicht mehr wegzudenken ist. Und es werden aber natürlich Ingenieurinnen und Ingenieure benötigt, um diese Zukunft zu gestalten. Professor Vetter forscht unter anderem für das BMBF im Bereich Softwareentwicklung zu echtzeitfähigen Verformungsmodellen und der Ansteuerung elektromagnetischer und optischer Tracking-Systeme. Und er ist Mitbegründer eines Open-Source-Software-Projekts für interaktive Echtzeitbildverarbeitung in der Medizin. Zu seinen Fachgebieten gehören Embedded Systems, Echtzeitsysteme, Deep Learning und Softwareentwicklungsmethoden in der Medizintechnik. Und jetzt, Herr Professor Vetter, sind wir sehr gespannt auf Ihren Vortrag und ich bitte Sie zu beginnen. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung. Ja, die heutige Veranstaltung möchte ich mich mit der Frage auseinandersetzen, was bedeutet die künstliche Intelligenz in den Ingenieurswissenschaften? Und dazu schauen wir am besten einen kurzen Blick in die Geschichte. Der Begriff künstliche Intelligenz wurde bereits 1956 eingeführt. Es gab das erste Programm sozusagen, was tatsächlich natürliche Sprache verarbeitet hat, wurde von Josef Weizenbaum entwickelt, 1967 in Betrieb genommen. In den 80er Jahren gab es erste Expertensysteme. Für heute bedeutend ist vor allem dieser Backpropagation-Algorithmus, der 1986 veröffentlicht wurde, und die heutigen Lernverfahren basieren im Wesentlichen auf diesem Algorithmus. Es gibt zwei weitere wichtige Persönlichkeiten, die die heutige KI geprägt haben oder ohne die die heutigen Entwicklungen nicht denkbar gewesen wären. Ist einmal Herr Hinton, der wird heute auch als Gottvater des Deep Learnings, und Deep Learning ist die Grundlage der KI, betrachtet. Weiterhin wichtig ist Herr Le Cun, ein französischer Ingenieur, der in New York arbeitet bei AT&T, und der hat ein Verfahren entwickelt, um auf Briefen sozusagen die Schrift zu erkennen, und
hinten hat diesen Algorithmus genommen, hat er auf Grafikkarten implementiert durch eine Abschlussarbeit und haben sozusagen teilgenommen an einem Wettbewerb und die konnten zeigen, dass dieses Verfahren sozusagen alle bisher gekannten Verfahren bei weitem übertrifft. Und seitdem sind das die Grundlagen, nämlich das tiefe Lernen, also Deep Learning ist die Grundlage der aktuellen KI. Also was wollen wir uns heute anschauen? Was verstehen wir einmal unter KI und welche Bedeutung hat diese KI für die Zukunft der Ingenieurwissenschaften? Künstliche Intelligenz ist der Zweig der Informatik oder Informationstechnik, der sich mit der Entwicklung von algorithmischen Systemen befasst, die kognitive Funktionen des Menschen wie Lernen, Problemlösen und Entscheidungsfindung realisieren. Diese Systeme sind in der Lage, aus Daten zu lernen, sich auf neue Informationen anzupassen und komplexe Aufgaben autonom zu erfüllen. Die Anwendungsgebiete reichen eben von der Medizin über die Robotik bis hin zu Fragen der Energieoptimierung, also Umwelttechnik. Der Begriff maschinelles Lernen ist die Grundlage sozusagen des Deep Learnings. Und das maschinelle Lernen kann man verstehen als eine Art intelligente Maschine, die zum einen strukturiertes, aber auch unstrukturierte Daten in Wissen verwandeln. Und Deep Learning ist ein solches Machine Learning-Verfahren, was aber besonders erfolgreich ist auf großen Datenmengen. Wenn man die Begriffe mal so ein bisschen sortiert, so kann man vereinfacht ausdrücken, dass der Bereich der künstlichen Intelligenz ist ein sehr weiter Bereich mit einer Reihe von Methoden über logisches Schließen. Aber ein wichtiger Unterbereich, der sich in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat, ist der Bereich der Machine Learning und in den letzten 12 Jahren eben das Deep Learning, was im Wesentlichen auf hinten zurückgeht. Was ist nun dieses Deep Learning? Deep Learning kann man verstehen als im Prinzip ein neuronales Netz oder das Lernen in neuronalen Netzen, bei dem wir sehr viele Schichten verwenden. Die ursprünglichen neuronalen Netzen haben meistens ein Eingangslayer gehabt, ein Hidden Layer und ein Ausgangslayer, also dreischichtig. Und heute arbeiten wir mit tiefen neuronalen Netzen, die zum Teil über 100 oder mehrere hundert Schichten haben. Und vereinfacht kann man sagen, dass in den ersten Schichten werden beispielsweise aus Bildern einfache Strukturen wie Kanten extrahiert. In den weiteren Schichten werden diese so kombiniert, dass immer komplexere Features, immer komplexere Zusammenhänge erkannt werden. Tatsächlich, der Algorithmus von Le Cun basiert auf sogenannten lernbaren Filtern, sogenannte Convolutional Neural Networks, CNNs, und die extrahieren sehr effizient Strukturen aus Bildern und erst ganz zum Schluss verwendet man bei diesen CNN-Netzen beispielsweise zur Bildklassifikation noch solche Fully Connected Layer. Warum funktionieren diese Netze so gut? Naja, diese Feature-Extraktionen über diese lernbaren Faltungsnetze, die nutzen folgende Tatsache aus, dass ganz viele Daten, beispielsweise Bilddaten, nicht überall Informationen enthalten, sondern sozusagen häufig auch benachbarte Pixel sozusagen miteinander korrelieren. Und diese Eigenschaft nutzen eben genau diese lernbaren Filter sehr effizient aus. Die einzelnen Neuronen, die wir gesehen haben in so einem neuronalen Netz, sind tatsächlich abgeschaut aus der Natur. Das heißt, man hat bereits in den 50er Jahren damit begonnen, zu untersuchen, wie in Lebewesen sozusagen Informationen verarbeitet werden. Und das ist eben eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Art der Programmierung oder das Verarbeiten von Informationen, als wir das klassisch in der Informatik tun. Hier sehen wir sozusagen zwei Nervenzellen. So eine Nervenzelle hat einen Zellkörper und solche Dendriten. Diese Dendriten sind sozusagen die Signaleingänge. Und wenn jetzt beispielsweise so eine Nervenzelle aktiviert wird, depolarisiert sie ab einer bestimmten Schwelle. Das Signal wird weitergeleitet über das Axon, über solche Synapsen, wo Ionenkanäle enthalten sind und übergeben diese Information an die nachfolgenden Zellen. Jetzt allerdings ist die Verbindung nicht wie hier dargestellt, dass so zwei Zellen einfach miteinander verbunden sind, sondern im Gehirn haben wir Hunderte und Tausende von Verbindungen oder sehr viele Verbindungen sozusagen, wo die Synapsen eben von einer Zelle auf viele andere Zellen
connected sind. Und wenn Sie mir jetzt zuhören während des Vortrags, baut sich in Ihrem Gehirn tatsächlich physikalisch diese Synapsen um. Zum einen erhalten die mehr Ionenkanäle oder weniger, oder sie verbinden sogar sich ganz neu mit Zellen, die überhaupt zuvor gar nicht verbunden waren. Ja? Also es ist ein ständiger Umbildungsprozess in Ihrem Gehirn beim Lernen. Und wenn Sie schlafen, dann werden diese Informationen in andere Regionen sogar übertragen, dann bilden sich andere Teile Ihres Gehirns um. Also die Verarbeitung, die wir hier sehen in der Biologie, die versucht man eben bei solchen Deep Learning Netzen oder bei neuronalen Netzen künstlich zu erzeugen. Also was ich gerade eben erzählt habe, dass wir sozusagen eingangs den Dritten haben oder den Dritten haben, wo die Signale hineinkommen, die bildet man durch eine ganz einfache Formel ab. Dass man sagt, man summiert einfach alle Eingangssignale mit einem Gewicht, jetzt hier als W0 bis Wn bezeichnet, auf. Gewichtet die und addiert noch so ein Bias dazu. Anschließend wendet man eine nichtlineare Funktion an. Im einfachsten Fall ist es eine ReLU-Funktion. Also einfach, sobald ich im Positiven bin, wird das Signal weitergegeben, so wie es reingeht, beziehungsweise im Negativen wird es abgeschaltet. Und dann wird es an die Nachgängerzelle fortgesetzt. Und was wird jetzt dabei gelernt? Naja, diese Gewichte hier werden gelernt, als auch dieses Bias, das kann eingestellt werden. Das entspricht sozusagen des Umbauens oder sozusagen die Verbindung, ob mehr Ionenkanäle hier entstehen oder nicht entstehen. Sozusagen, das ist im Prinzip die Vorgehensweise. Wie lernt man nun? Naja, schauen wir uns mal so eine Bildverarbeitung an, wenn vorne ein Bild reinkommt. Und ganz am Ende wollen wir eine Bildklassifikation machen und sagen, dieses Neuron ist dafür zuständig, um einen Vogel zu erkennen. Und jetzt wird aber das Bild kein Vogel zeigen, sondern vielleicht ein anderes Tier. Dann wollten wir eigentlich, dass hier hinten eine Null rauskommt. Ja? So, wenn jetzt aber tatsächlich mehr zum Anfang, wenn es noch nicht richtig gelernt hat, ein falsches Tier hier vorne anlegen, dann wird hier hinten so ein gleiches Signal kommen, beispielsweise eine 0,5 oder 0,4. Naja, das ist aber falsch. Was wir eigentlich haben wollen, ist eine 0. Und jetzt können wir die Differenz oder sowas Ähnliches, die Wahrscheinlichkeit, schlussendlich nimmt man dort aber, Sie können sich vorstellen, wie eine Differenz zurückgegeben. Und dieser Backpropagation-Algorithmus, der entwickelt wurde, der führt jetzt dazu, dass man, je nachdem, wie die Anregung, also wie diese Zelle an Informationen kam, dass sie hinten zu ihrem Ergebnis kommt, wird diese Information genau in diese Richtung zurückgegeben, wo die meiste Information herkam für diese Entscheidung. Oder anders ausgedrückt, man differenziert partiell in die Richtungen, wo die Signale kommen, wo einmal natürlich das Gewicht selber eingeht, als auch die Anregung. Und mit diesem Gradienten, der dann jeweils sich fortpropagiert bis zum Anfang, bis zum Eingang des Bildes, wird eben der Lernprozess angepasst. Und genauso wie in der Biologie, wenn viel Signal kommt, werden mehr Ionenkanäle gebildet. Wenn hier viel Signale kommen und es positiv ist, wird eben diese Verbindung verstärkt. Und wenn sie eben entsprechend geringer sind oder falsch waren, werden sie abgebaut oder abgeschwächt. Also, wie funktioniert jetzt sowas? Bildklassifikation. Ich habe Bilder, Eingangsbilder, die kriegen Labels. Und anschließend benutzt man große Datensätze, beispielsweise einen Koko-Datensatz, der dann mehrere hunderttausend Bilder hat, oder ganz große aktuelle Datensätze, mehrere Milliarden Bilder, mit denen man solche Netze trainiert. Wir unterscheiden jetzt zwischen überwachtem Lernen und nicht überwachtem Lernen. Beispielsweise, wenn wir direkt Vorgaben machen bei Bilddaten, also wir wollen klassifizieren einen Hut, einen Schuh oder ein Auto, dann sagen wir genau, also wir geben ein Bild rein und sagen genau, was hinten rauskommen soll, in welche Klasse das jeweilige gehört. Es gibt aber neben dem überwachten Lernen auch Verfahren wie das verstärkende Lernen oder auch das unüberwachte Lernen. Bei dem verstärkenden Lernen ist es so, dass man nicht genau einen Zusammenhang kennt, was eigentlich richtig ist. Oder immer dann, wenn ich keine richtige Vorgabe habe. Beispielsweise hier ein Beispiel, soll eben der Spieler lernen zu laufen und einen Ball ins Tor zu schießen, wie hoffentlich morgen Abend das im richtigen Tor passiert. Dann gibt es ein Belohnungssignal, aber wir wissen nicht genau, welche Bewegung die richtige ist. Und da gibt es sozusagen dann andere Lernansätze, auf die ich jetzt hier nicht eingehen möchte, aber die spielen im ingenieurswissenschaftlichen Bereich auch eine große Rolle. Daneben gibt es noch das unüberwachte Lernen. Naja, das ist dafür da, um Strukturen in Daten aufzudecken, die man bisher noch gar nicht kennt. Beispielsweise, wenn wir den Zusammenhang von Krankheiten finden möchten und wir haben noch gar keinen Ansatz, welche Einflussfaktoren hier eine Rolle spielen. Fassen wir zusammen, das Machine Learning hat eben das Ziel,
dass wir sozusagen aus großen Datenmengen, die wir in Clouds heute sammeln, Wissen extrahieren können, mittels Machine Learning Wissen extrahieren, um beispielsweise Krankheiten zu heilen. Jetzt können wir schon sehen, wenn wir solche KI-Systeme betrachten, dann haben wir im Ingenieursbereich mehr als jetzt einfach nur ChatGPT. Was wir sehen, ist die Grundlage oder die Grundstruktur, beziehungsweise der eine Teil hier hinten, sozusagen der Decoder, ist die Struktur, die im Wesentlichen die Grundlage von ChatGPT stellt. Ja, wir haben jetzt bei KI-Ingenieurswissenschaftlichen Fragestellungen einmal natürlich die Steuereinheit selbst, aber wir haben Sensoren und wir haben Aktoren, die in Zeiträumen laufen, beispielsweise von 1 bis 100 Millisekunden, nehmen Sie Sensordaten von einem Radarsensor auf, von einem Ultraschallsensor oder vom Lasersystem, aber auch die Motoransteuerungen, so eine Stromsteuerung vom Elektromotor, findet im Millisekundenbereich statt. Wenn Sie mal eine Anfrage in ChatGPT stellen, dann dauert das immer in der Regel, das ist zwar schneller geworden, aber es dauert mehrere Sekunden. Das heißt, mit ChatGPT direkt können Sie noch nicht ein Fahrzeug führen. Dazu brauchen Sie Systeme wie beispielsweise rekurrente Netze oder LSTMs, die sozusagen direkt eine Echtzeitverarbeitung machen. Daraus aggregierte Daten werden natürlich dann in solche höhere Bewusstseinsstufen, kann man sagen, geführt, um Entscheidungen zu treffen. Und dann findet wieder eine Regelung statt, ähnlich wie im menschlichen Körper. Da ist es auch so, dass Sie Ganglien haben. Das heißt, gar nicht alles wird im Gehirn entschieden, sondern Ihre Muskeln werden zum Teil in der Wirbelsäule verschaltet. Und das Gehirn kann dann natürlich einen Tonus draufgeben, kann das beeinflussen. Aber es gibt sozusagen eine unmittelbare Regelung im Körper, die das sehr viel schneller machen, als das Bewusstsein eigentlich machen kann. Ja, und es wird lokal entschieden. Und wenn wir jetzt neue KI-Systeme entwickeln wollen, brauchen wir tatsächlich Systeme, die nicht nur mit Bewusstsein Entscheidungen treffen, sondern quasi im Unterbewussten ganz schnell sozusagen Entscheidungen vorbereiten oder Detailregelungen vornehmen. Ja, was machen wir nun oder was kann man mit KI alles machen in der Industrie? Klar, Automatisierung kann man vorantreiben. Vorhersagen, Überwartungen, beispielsweise in der Medizintechnik spielt es eine große Rolle. Wann fällt beispielsweise ein Computertomograph aus? Da gibt es Anzeichen, dass Lager auf einmal sich anders verhalten, dass die Stromflüsse unterschiedlich sind. Das kann mit Sensoren aufgenommen werden, in Machine Learning, mit KI-Verfahren überprüft werden. Dahingehend, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu prädizieren. Und dann eben bevor diese Maschine ausfällt, was im Krankenhaus natürlich, gerade wenn Sie ein peripheres Krankenhaus haben, wo vielleicht nur ein CT-Scanner da ist, dann ist es relevant, dass man dann eben beispielsweise bereits vor dem tatsächlichen Ausfall einen Austausch vornimmt. Qualitätskontrolle mittels optischer Systeme oder überhaupt eine Gesamtqualitätskontrolle kann natürlich durchgeführt werden. Wir können in Lieferketten beispielsweise Vorhersagen machen, dass bestimmte Muster in Lieferketten auftauchen und daraufhin sich eine Veränderung prädizieren lässt, man entsprechend vielleicht dann Vorratshaltung für bestimmte Teile anstrebt oder eben Produktionsspezifikationen bearbeitet. Ähnlich, denke ich, wie im Journalismus, man Texte überarbeiten kann, kann man eben auch mittels Sprachmodelle Spezifikationen erstellen, überprüfen lassen, Konsistenzen abchecken oder aber auch insgesamt in der Produktentwicklung dahingehend, dass wir sozusagen die Simulationen durchführen mittels Tools. Wir können Prototyping machen. Wir zeigen gleich ein paar Beispiele. Also zusammenfassend kann man sagen, die Optimierung von Arbeitsprozessen als auch dadurch Kostensenkung, verbesserte Produkte und Dienstleistungen. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten 2 Jahren an Unternehmen im Bereich der automatisierten Prozesse stattgefunden haben. Wir sehen das ganz gut über Abschlussarbeiten, also Masterarbeiten und Bachelorarbeiten, die in der Industrie durchgeführt werden. Dann kann man sagen, dass mittlere und große Unternehmen intensiv dabei sind, eben hier tatsächlich sowas wie ChatGPT oder vor allem ChatGPT einzusetzen, um tatsächlich teilautomatisiert oder zum Teil sogar vollautomatisiert Prozesse, vor allem Verwaltungsprozesse oder Spezifikationsprozesse, Angebotserstellungen und so weiter zu automatisieren. Ja, was kommt in Zukunft? ChatGPT 5 wird mit großer Wahrscheinlichkeit noch dieses Jahr veröffentlicht. Derzeit wird noch trainiert. Die arbeiten daran, natürlich die Stabilität zu verbessern. Ein Problem von ChatGPT 4 ist ja, dass es häufig fantasiert. Also wenn es keine echte Information hat darüber, dann wird einfach die Lücke
dann spricht er weiter, ja, oder spricht sie weiter, je nachdem. Und dann stimmt es eben häufig nicht und, oder ab und zu nicht, je nachdem, wie die Frage auch gestellt ist. Und hier arbeitet man dran, eben konsistentere Ergebnisse zu produzieren. Aber diese Modelle werden zunehmend multimodal. Das heißt, dass man eben nicht nur Text rein und Text raus gibt, sondern Bildinformationen geht ja auch bei der Vierer-Version bereits schon, dass man Bilder mit einspielen kann. In Zukunft wird man eben auch Videos reinspielen als auch ausspielen können. Das heißt, ein Feature, was jetzt vorab schon veröffentlicht wurde, ist ja Sora. Kennen Sie möglicherweise aus dem Medienbereich dann schon. Das heißt, dass man mit Text Videos erzeugt. Schauen wir uns mal die Qualität dieser Videos an. Das heißt, es gibt eine Textbeschreibung von Video, dass eben eine Person irgendwie auf ein Raumschiff einsteigen soll, eine textuelle Beschreibung. Und die Qualität, die ein solches Video, wie so ein solches Video entsteht, ist wirklich beeindruckend. Auch die Konsistenz sozusagen der Charakter. Wie macht man sowas? Wie funktioniert sowas? Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Was man macht zum einen ist, man verrauscht Videos, also bei YouTube-Videos, stückweise. Unser neuronales Netz muss das Originalbild immer wieder aus den verrauschten Bildern herstellen. Ja, also man nimmt ein Video, bringt Rauschen auf und das neuronale Netz muss das wieder richtig, also pixelgenau richtig herstellen. Auf der anderen Seite, ja, oder beim Eingang, zerlegt man einen Videostream in solche Blöcke. Normalerweise unterteilt man ein Bild eben mit so einem Kachelmuster und die kann man jetzt auch über die Zeit zusammenpacken. Dann findet man so eine Token-Darstellung, ähnlich wie Text, kann man eben dann diese Bildblöcke in eine Tokenliste bringen. Und auf dieser kompakten Darstellungsform kann man das jetzt eben mit Text kombinieren und kann sozusagen beim Wiederherstellen der Bilder Texthilfestellung dazugeben. Man kann sagen, Achtung, in dem Bild wird es irgendwie einen kleinen Fluss geben oder sowas, im Text beschrieben. Und dann hilft es sozusagen bei der Herstellung dieses Videos. Und je verrauschter das ist, dann funktioniert es irgendwann so weit, dass ich davon wirklich zufälliges Rauschen reingebe, gar kein Bild mehr und nur den Text dazu. Und dann versucht er eben aus dieser Textinformation das neuronale Netz tatsächlich ein Bild zu machen mit einem Fluss drin oder eben ein Video, wenn es gelernt hat, hier nicht nur Einzelbilder, sondern Videoframes zu erzeugen. Und die Qualität dieser Videos sind wirklich beeindruckend. Wenn Sie mal die Spiegeleffekte anschauen, wie das mit Licht arbeitet, ist noch nicht hundertprozentig perfekt, aber die Qualität ist wirklich beeindruckend. Und das heißt, Ende des Jahres werden wir Tools oder kommen Tools auf den Markt, mit denen wir tatsächlich Videofilme produzieren können, indem wir textuelle Beschreibungen, naja, die kann man auch wieder mit Chat, Drehbuch schreiben, erstellen können und es fortfahren. Ja, künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Werkzeug, sondern auch ein integraler Bestandteil moderner Ingenieurswissenschaften. Zunehmend kommt es dazu, dass eben die Disziplinen zusammenwachsen. Wir haben einmal Maschinenbau, Elektrotechnik und die Softwareentwicklung, die rutschen immer mehr zusammen und es muss eigentlich eine ganzheitliche Betrachtung einher. Beispiel aus dem Maschinenbaubereich, ein Kollege von mir arbeitet daran, sozusagen NOx Reduktion zu erzielen, indem bei Flugzeugen im Triebwerk gibt es bestimmte Mischungsverhältnisse und Optimierungen, wie man eben dann so ein Triebwerk betreiben kann. Und bisher sind es aufwendige Simulationen, die Tage und Wochen rechnen, indem eben so ein Brennprozess in kleinste Rechtecke wieder zerlegt werden und dann werden die einzelnen Rechtecke über die Temperatur-Druck-Verhältnisse durch Differentialgleichung ausgerechnet und ausgeglichen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess und hier versucht man jetzt mit neuronalen Netzen genau diese Simulationen in viel schneller herzustellen, damit eben auch komplexere Simulationen zu erzielen. Oder einen anderen Bereich, kennen Sie vielleicht AlphaFold von Google DeepMind, wo man sozusagen Strukturen aus Gensequenzen, eben die Proteinstrukturen, also beispielsweise Tertiärstruktur von Proteinen vorhersagen kann. Und hiermit ist es möglich, innerhalb kürzester Zeit aufwendige Probleme zu lösen, wo man zuvor jahrelang mit Datenbanken dran gearbeitet hat, in der Bioinformatik tatsächlich Strukturaufklärung zu machen. Das heißt, neue Medikamente, neue Wirkstoffe, neue Enzyme sind in kürzester Zeit möglich mittels diesen Verfahren. Das alles ist im Prinzip Deep Learning, das alles ist momentan Transformer.
Allerdings arbeitet, und es gibt es Aussichten, dass momentan neue Modelle auf den Markt kommen, Nachfolger von Transformer, sagen State Models, die das Training ermöglicht von noch viel größeren Datenmengen. Momentan haben wir so eine quadratische Entwicklung von der Datenmenge beim Training und sieht so aus, als gäbe es neue Technologien, mit denen man es schafft, linear zu verhalten, und damit wird man dann in Zukunft noch viel, viel größere Datenmengen verarbeiten können. Das Ziel ist es eben, Ingenieure und Ingenieurinnen auszubilden, die in der Lage sind, fortschrittliche KI-Technologien zu entwickeln, um praktisch Probleme in verschiedenen Industriezweigen zu arbeiten. Das ist ja die Aufgabe von Ingenieuren, konkrete praktische Probleme zu lösen. KI bietet aber auch die Chance, natürlich Nachhaltigkeit zu fördern, optimierte Prozesse und Ressourceneffizienz. Auf der anderen Seite gibt es die Kritik, dass KI sehr viel Energie verbraucht bei der Herstellung, und das wird ebenfalls kritisch bewertet. Wäre vielleicht nachher auch eine Möglichkeit, darüber zu diskutieren. Vielleicht auch ein wichtiger und spannender Ansatz. Wir selbst in unserem Institut beschäftigen uns seit etwa 10-12 Jahren damit, KI-Assistenzsysteme zu entwickeln. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo man sich in der Medizin mit KI-Systemen beschäftigen kann, insbesondere im Bereich der Diagnostik, Bildauswertung, also man CT-MRT-Bilder auswertet, eine Diagnose erstellt oder Texte, Arztbriefe, Ärztinnenbriefe liest und daraus kombiniert, beispielsweise mit genetischer Information oder mit Blutbildern, und daraus sozusagen Diagnosen hilft zu entwickeln oder abzuleiten. Wir konzentrieren uns, Assistenzsysteme für Health Professionals zu entwickeln oder auch im Bereich der Industrie, die Arbeitsprozesse direkt unterstützen. Ein Beispiel dafür haben wir hier eine Halle, die war geplant. In Baden-Württemberg wurde eine neue Halle gebaut, eine Industriehalle. Und wir waren von Anfang an in einem Projekt dabei, diese Halle zunächst mal als eine Art digitalen Zwilling aufzubauen. Also bevor diese Halle in der Realität existierte, haben wir es ausgestattet mit lauter Utensilien aus Computerspielen, haben uns dann sozusagen die Halle virtuell aufgebaut. Hier dann, nachdem sie tatsächlich gebaut wurde, sehen Sie Realbilder. Naja, wo sind die virtuellen Bilder? Sieht schon so ein bisschen, aber es reicht aus tatsächlich, diese Detailgrad, um damit die KI-Systeme schon zu trainieren vorab, bevor das Realsystem da ist. Was kann man dann machen? Man hat heute Tools, wo man sozusagen solche KI-Systeme trainieren kann, indem man in diesen virtuellen Welten, in so einem digitalen Zwilling, unsere Roboter einbringen kann mit einem Realtime-System, das heißt mit der echten Robotersteuerung in dieser virtuellen Welt rumfahren. Unsere realen Roboter machen das Gleiche. Und die Steuerung von einem Roboter, den kann man einmal, also die Sensordaten aus den realen Sensoren geben, oder man schaltet um und gibt den aus dem virtuellen, aus dem Isaac Sim, von NVIDIA die Daten, und wir können dann einfach schauen, wie gut funktioniert es, oder können Situationen erzeugen, die wir in der Realität gar nicht erzeugen wollen. Beispielsweise, wenn irgendwelche Kisten hier oben runterfallen auf den Roboter, wie soll der reagieren? Das wollen wir in der Realität nicht machen, das kann man rein virtuell machen. Das heißt, wir können Fehler einbringen beim Lernen, die ansonsten in der Realität gar nicht da wären. Und das ist jetzt beispielsweise ein energetisch hocheffizienter Embedded System, was dann auf einer realen Plattform hier läuft. Und bisher haben die nur Laserscanner gehabt. Das heißt, wenn ein Hindernis war, haben die nur einfach, dann haben sie angehalten. Unsere Systeme sind jetzt in der Lage, die fahren da durch, erkennen beim Durchfahren, welche Kisten leer sind, oder ist eine Palette im Weg, oder da läuft eine Person. Wenn sie eine Person erkennen, sagen sie, naja gut, die wird gleich wieder weg sein, die bleibt dann nicht lange stehen. Wenn eine Palette liegt, dann liegt die vielleicht da 3-4 Tage. Ja, da muss man außen rumfahren. Wir können interaktiv darauf reagieren. Ich lasse mal kurz nochmal laufen. Was kann man noch machen? Beim Vorbeifahren können wir sehen, da fehlt beispielsweise ein Verbandskasten, da ist ein Feuerlöscher oder ein Verbandskasten abgelaufen. Das heißt, wir können beim Durchfahren das als einen Agenten verwenden und sozusagen automatisch Aufträge erzeugen und damit sozusagen Personal optimiert oder Aufträge, Störeinflüsse in so einer Halle wegschaffen. Da sieht man auch so, wie sieht so ein KI-System, das dann, also Objektdetektoren vor allem, hat dann eine Vorstellung sozusagen in dem Lager, was da reingehört, sagt, es sind leere Sachen, man kann mit Menschen zusammenarbeiten, die stellen da was rein, erkennen sie, ja, da ist ein Objekt entsprechend drin, können das verarbeiten. Oder hier kann man dann beispielsweise Gänge absperren, indem man eben bestimmte Objekte hinstellt und sagt, gut, so eine Dauerhaftstelle braucht einen alternativen Weg, nicht alternativen Wegrouten und Ähnliches.
Ich möchte Ihnen von meinem letzten Semester, Mastersemester, zwei Beispiele zeigen, die mir sehr gut gefallen haben. Es war die Aufgabe, kleine KI-Systeme zu entwickeln in so einem Semesterprojekt, beispielsweise eine Kreuzung. Ich habe hier eine Kreuzung bei Heidelberg, die ziemlich uneinsichtig ist. Das sind Büsche und da müssen meine Kinder jeden Tag zur Schule fahren. Und als Fragestellung, gibt es die Möglichkeit, oder überlegt euch mal, wie könnte man diese Kreuzung irgendwie absichern für Fahrradfahrer? Weil tatsächlich da man von allen Seiten Fahrrädern kommen, manchmal rennt ein Hund durch, dann haben wir relativ viele Pferde. Und die haben dann Folgendes gemacht, die haben sich die Sache angeschaut, haben mit dem Quadrocopter nächstes Mal eine Anforderungsanalyse gemacht, das heißt, was wollen sie machen, haben das auch schön visualisiert, die Kreuzung, also was möchten sie eben vermeiden. Sie sehen schon, es war das Wintersemester. Und wollen dann im Warnsystem aufbauen, also möchten das erkennen und haben dann gefragt, naja, was kann denn da alles auftreten? Dann haben sie, naja, entsprechend Daten aufbereitet, haben gesagt, sie interessieren sich an Personen, Autos, fahren ab und zu, Fahrräder vor allem, aber auch Motorräder, Hunde, Pferde und LKWs wollen sie erkennen. Und sie sehen jetzt schon, obwohl es natürlich sehr viel weniger Pferde dort gibt als irgendwie Fahrradfahrer, müssen die Daten aber einigermaßen gleich verteilt sein, ja, weil eben so ein System dann mit einer entsprechenden Erkennungsrate auch dann ein seltenes Objekt erkennen soll. Da fängt es dann an zu sein, dass sie beispielsweise Daten diskriminierend vorgehen. Ja, wenn sie nur Realdaten nehmen und dann die Verteilung, wie sie in der Realität auftreten, dann hätten sie beispielsweise Pferde viel zu selten in ihren Daten drin. Und dann sehen wir hier ein optimiertes Beispiel. Das heißt, es wurde eine Solarzelle genommen, eine kleine TPU von Google. Die braucht nur 2 Watt, das ist weniger als eine kleine Taschenlampe. Ja, 2 Watt ist wirklich sehr wenig Energie. Das können Sie locker mit einem Akku und einer Solarzelle speichern. 4 Kameras dran, eine Warn-LED, die eben nur eine Kollision anzeigt, wenn die sich auch wahrscheinlich treffen. Ja, also wenn die aufeinander zufahren und die Treffwahrscheinlichkeit hoch ist, was macht man bei Flugzeugen, wenn die gleich in Höhe fliegen und könnten sie kollidieren, nur dann macht man eine Warnung. Ansonsten eine Ampel will man da ja nicht haben. Da wird ein Fahrradfahrer nie drauf achten, denke ich. Aber so ein Warnsystem, was dann einfach blinkt und man sieht, Achtung, da könnte es eine Kollision gleich geben. Ein schönes Beispiel. Ja, und jetzt kann man eben solche Algorithmen, die auf dem PC mit einer Grafikkarte super laufen, die geht es dann beim Ingenieurwesen darum, die von Float, also einer Fließkommadarstellung, in eine Festdarstellung zu bringen und dann auf so eine spezielle TPU bringen. Das ist ein Spezialchip, eine Hardware von Google, das eben dann ermöglicht, mit ganz wenig Energie, wenn es einmal trainiert ist, das dann tatsächlich ablaufen zu lassen. Anderes schönes Beispiel war, wir wollten mit dem Handy Geschwindigkeiten detektieren. Das heißt, ist es möglich, einfach eine Handykamera nehmen und sagen, wie schnell fährt jemand. Dann nicht jemand, sondern wie schnell wird an dieser Stelle gefahren. Und das ist ein bisschen anders, wie man Normalgeschwindigkeitskontrollen macht. Normalerweise nimmt man irgendwie Lasersysteme, die da aufgestellt sind, ja, die genau messen. Und die Frage war, geht es denn auch mit einer normalen Handykamera? Und dazu haben wir, naja, auch wieder so Computerspiele in der virtuellen Welt gebaut in dem Semester. Und haben dann Autos immer kurze Abschnitte fahren lassen, nehmen immer nur 5 Frames, die hintereinander aufgenommen werden und Nachtfahrten und so weiter. Und damit haben wir tatsächlich mit einer Handykamera, die aus einem beliebigen Winkel einfach drauf schaut, kann mit einer relativ hohen Genauigkeit, so zu 1,5 bis 2 km/h Fehler haben wir momentan drauf, eben Fahrzeuge detektieren. Und da geht es aber nicht darum, den Nummernschild aufzuschreiben oder einen Strafzettel abzuwinden, sondern es ging darum, die Frage, ist es möglich, dass man einen bestimmten Ort mit einer Kamera filmt, aber gar nicht die Bilder aufnimmt, sondern nur sagt, an dieser Geoposition, an diesem Weg, an einer bestimmten Stelle, dort fahren Fahrzeuge im Mittel mit der Streuung, also vielleicht viel zu schnell, hier müsste man eine Verkehrsmaßnahme beispielsweise vorsehen, ja? Dass man vielleicht eine Geschwindigkeitsreduzierung vorsieht. Also es geht eigentlich gar nicht darum, jetzt irgendwie das aufzunehmen, zu filmen, sondern tatsächlich zur Datenerfassung. Tatsächlich haben Studenten bei uns in den Operationssaal gegangen, haben gewartet bei Tumoroperationen, haben immer die Tumoren rausgenommen und sofort gemessen, also standen 2-3 Stunden dran, bis die Operation soweit war, haben sofort auch frisch auf den Tisch gekriegt und haben dran gemessen, ja, viele Patienten. Und dann hat man tatsächlich so einen Tumordetektor entwickelt, wo man dann eben dann verschiedene Parenchymgewebe gemessen haben. Das ist ganz cool in Mannheim, dass wir da ganz eng mit denen zusammenarbeiten können. Aber natürlich alles mit Ethikanträgen und klar, alles korrekt. Weitere Beispiele, Angiografie ist so ein ganz typisches Beispiel.
Gehe ich ein bisschen drüber. Da geht es um Bildregistrierung. Da haben wir Daten genommen von Covid-Datensätze, weil das Tolle bei Covid war, dass der Datenschutz für ein paar Jahre ausgeschaltet war. Das war hervorragend für uns, weil so sind wir an große Bilddatenmengen von Thoraxe dran gekommen. Es ist in Deutschland ganz schwierig, an solche Daten ranzukommen. Damit haben wir ganz viel ausprobieren und experimentieren können. Und dann, also geht es um Bildregistrierung, und dann konnte man zeigen, wenn man das auf einen anderen Körperteil angewandt hat, hat es auch funktioniert. Und bei der Medizin ist jetzt eine Besonderheit, dass wir keine Pixel erfinden dürfen. Also sowas wie ChatGPT, dass er einfach fantasiert, ja? Dass man sagt, oh, da male ich mal einen Tumor rein, ja? Weil es einfach hübsch aussieht. Oder irgendwie eine Gefäßstruktur, das können wir nicht zulassen. Das heißt, wir müssen Verfahren entwickeln, die gar keine neuen Pixel erfinden dürfen, sondern sie dürfen die Deformation von Pixeln nur verschieben. Das heißt, sie dürfen nur mit vorhandener Information arbeiten, dürfen keine neuen Informationen hinzubringen oder welche weglassen. Und das ist ein wichtiger Bereich bei Herzkatheter, bei Schlaganfällen und so weiter, werden diese Verfahren eingesetzt. Nächstes Thema. Ein Katheter, ja, das sehen Sie die Aorta, das ist die Hauptschlagader, die aus dem Herzen hier kommt. Das sind die Arterien, die ins Gehirn hochgehen. Häufig hat man hier, oder häufig beim Schlaganfall, muss man mit dem Katheter rein und irgendwie eine Verstopfung öffnen, durchspülen. Das ist sehr aufwendig für die Mediziner, weil natürlich jede Aorta leicht unterschiedlich geformt ist, bis man genau an der richtigen Stelle ist. Und das ist mit hoher Konzentration, Zeit spielt eine Rolle. Und hier arbeiten wir daran, beispielsweise mittels jetzt solchen verstärkenden Lernverfahren, weil da gibt es kein richtig und falsch, Strategien zu finden, wie sozusagen ein kleiner Roboter diesen Katheter vorschieben, drehen kann, dass er möglichst schnell an der richtigen Stelle ist. Und wir stellen uns so vor, dass eben der Patient vorbereitet wird. Momentan wird es ja auch gemacht, dass erstmal steril abgedeckt wird, wird eine Bildaufnahme gemacht, und dann kommen die Chirurgen oder Chirurginnen dazu und arbeiten dran. Und jetzt wird eben so ein kleiner Roboter in Zukunft hoffentlich den Katheter schon an die richtige Stelle stellen. Und dann kommt man einfach später zu der Operation dazu und übernimmt an einem Punkt, wo dann der Katheter schon an der richtigen Stelle sitzt und damit dann die Operation sehr viel schneller, risikoarmer hoffentlich funktioniert. Ein weiteres schönes Beispiel, wo ich vielleicht auch mal ein bisschen die Probleme von KI-Systemen beschreiben kann. Hier mal sozusagen versucht, mittels einem EEG-Signal vom Gehirn die Bewegung von Menschen zu klassifizieren für eine Prothetik, ja, wenn Sie eine Prothetik ansteuern wollen. Momentan wird das so gemacht, dass man meistens auf der gegenüberliegenden Seite, also wenn der Unterarm fehlt oder sowas, dann irgendwie Schalter hat, also Sensoren, wo man mittels Schulterbewegungen dann sozusagen die Hände steuert. Ja, das kriegt man relativ schnell raus. Aber schöner wäre es ja eigentlich, wenn man sozusagen rein dran denken würde, man würde einfach den Griff machen und würde trinken. Und es würde direkt über die Gedanken so funktionieren, als wäre die Hand da. Und tatsächlich funktioniert das ganz gut. Wir haben erstmal angesetzt und haben dann so klassisch Alpha-Beta-Wellen oder gar verschiedene Filtertechniken angewandt, die eben in der Literatur und der Medizin beschrieben sind. Und dann sind wir wieder zu übergegangen und gesagt, das ist ja eigentlich immer, dass wir Informationen wegschmeißen. Wir haben einfach jeden Sensor hier genommen auf dem Kopf und einfach als Bildpunkt repräsentiert über die Zeit. Und haben das jetzt zum Deep Learning-Netz gegeben, zur Klassifikation. Und am Anfang hat es so gut funktioniert, dass wir 100% Erkennungsrate hatten. Und ich habe noch nie in der Medizin 100% Erkennungsrate gehabt. Also da gehen 3 rote Lampen an. Das gibt es nicht, das geht nicht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir sind auf die Fehlersuche gegangen. An was kann es denn liegen? Haben wir Daten aus Versehen, die Lerndaten mit bei der Auswertung, beim Test reingebracht. Da gibt es bestimmte Dinge, auf die man achten muss, dass da eben kein Selbstbetrug passiert. Wir haben es nicht gefunden erst, bis wir gemerkt haben, dass im hinteren Bereich vom Gehirn, da waren die Signale ganz stark und eindeutig. Da sitzt aber gar nicht das motorische Zentrum, sondern der visuelle Kortex. Das heißt, Ihr Auge bringt überkreuzt die Informationen hinten bei Wirbeltieren und bei Menschen auch eben in den visuellen Kortex. Und dann haben wir überprüft, wie haben denn die Daten aufgenommen? Und die haben zu den Probanden Folgendes gesagt: Die müssen immer zufällig eine bestimmte Bewegung machen. Ja? Und damit wir wissen, wann sie was gemacht haben, haben die Lampen angemacht. Rote Lampe, grüne Lampe, blaue Lampe. Und dann haben die verschiedene Bewegungen gemacht. Und was wir gesehen haben, waren die Lampen im visuellen Kortex und gar nicht die motorische Bewegung. Ja, da sehen Sie, dass eben solche Verfahren was erkennen, aber wir müssen überprüfen, ist es wirklich so.
Ja, was kann man noch machen? Momentan Projekte, beispielsweise Medizingeräte, Fehlerraten finden. Wir haben das Glück, dass wir hier bei einem großen Medizintechnikhersteller oder Pharmakonzern ein neues Produkt, was weltweit gelauncht wurde, Daten in Echtzeit bekommen und dürfen sozusagen Fehlerdiagnosen machen. Das Problem dabei ist, die Geräte sind so gut gemacht, dass die eigentlich gar keine Fehler produzieren. Wir sollen auch welche vorhersagen, um dann Geräte auszutauschen. Also stellen Sie sich vor, so ein Beispiel Blutanalysegerät wird im OP eingesetzt, auf einmal fällt eins aus. Dann muss der OP unterbrochen werden, muss jemand rauslaufen, ein Alternativgerät holen, das verbraucht Zeit. Viel besser wäre es, wir würden vorher wissen, wenn dieses Gerät ausfällt. Jetzt haben wir aber gar keine Daten von Ausfällen. Das heißt, wir müssen welche künstlich erzeugen. Und hier fängt es eben auch wieder an, dass man dann mittels Machine Learning und künstlicher Datenerzeugung solche Fehlerraten versucht zu erzeugen, um die Systeme darauf zu trainieren, um mögliche Ausfälle vorherzusagen. Wir haben eine besondere Situation in Mannheim, dass wir eben die Möglichkeit haben, in realen Operationssälen, und sehen hier einen realen Operationssaal, Kameras, hochauflösende Kameras aufzustellen, die während echten Operationen filmen. Das hier ist keine echte Operation, das sind Mitarbeiter von uns, ja, KI-Ingenieure, die das spielen. Aber tatsächlich zeichnen wir hier hunderte von Gigabyte Daten von realen Operationen auf. Und was machen wir mit den Daten? Wir entwickeln KI-Systeme, die in Real-Time Mediziner unterstützen sollen, solche Operationen durchzuführen. Eine Fragestellung, die kam beispielsweise, wie erkennen wir, ob ein Patient richtig gelagert ist? Also stellen Sie sich vor, ein Patient wird aufgelegt auf dem Operationstisch, wird steril zugedeckt, fertig gemacht und während der Operation stellt man fest, der liegt 10 cm zu tief oder zu weit links oder zu weit rechts. Da kommt so ein Roboter nicht dran, Bildaufnahmeroboter nicht dran oder man muss den Patienten leicht schräg lagern, um besser mit dem Katheter ranzukommen. Das sind Umlagerungsprozesse, die stören, die unterbrechen Operationen, die verlängern Operationen, sind Risiken für Infektionen, wenn man da beispielsweise dann die Sterilität verliert. Und die Überlegung war, oder die Frage war, können wir ohne, dass wir Röntgenaufnahmen machen, das ist nämlich die Alternative, man macht dann eine Komplett-Thoraxaufnahme, um dann das richtige Organ an der richtigen Stelle zu finden. Das ist wieder eine Strahlenexposition für den Patienten, aber auch für die Health Professionals außenrum. Das möchte man vermeiden. Und dann haben wir mit Studierenden daran gearbeitet. Heute hängt es ein bisschen. Und zwar haben wir auch wieder solche virtuellen Menschen genommen aus Computerspielen, haben die verschieden auf dem OP-Tisch gelegt und haben einfach Tücher draufgeschmissen, sozusagen simulierte physikalische Tücher. Am Anfang haben wir angefangen, indem wir einfach Fahnen genommen haben von Computerspielen und haben dann die Mechanik verändert. Und das Deep Learning-Programm kriegt nur die Filmaufnahme und muss raten, wie liegen die darunter. Also je nachdem, wie das Tuch fällt, können wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aussagen, wie genau liegt der Patient darunter und können damit die Position richtig vorhersagen, können vor der Operation beginnen, sofort sagen, bitte schiebt ein bisschen nach oben, ohne dass er Strahlung abbekommt. Und das funktioniert. Man muss einfach das millionenfach machen und auf einmal funktioniert es. Oder was man auch machen kann, ist auch wieder eine gespielte Operation, jetzt in dem Fall, dass wir den Sterilitätsgrad von Patient und den Health Professionals beschreiben. Also hier oben sehen Sie verschiedene Kästchen, wo wir sagen können, jetzt in dem Moment wissen wir, das Haarnetz sitzt richtig, die Maske ist richtig drauf, Handschuhe beispielsweise werden hier nicht getragen, das fehlt hier noch. Oder für diese Intervention fehlt vielleicht eine Flüssigkeit hier drin. Das heißt, wir können während des beim Arbeiten unmittelbar live zeigen, was für Probleme liegen vor. Beispielsweise diese Person kommt ganz kurz aus Versehen mit der Hand am Mülleimer, hat jetzt aber schon einen Handschuh an, ist insteril geworden. Und diese kleine Anstoßen kann dazu führen, dass es zu einer Infektion kommt. Was wir machen können, in Echtzeit können Sie sagen, Achtung, Stopp, zieh einfach einen Handschuh drüber. Ja, man zieht einfach einen Nummer oben drüber und ist schon, das ist passiert. Das war alles. So können wir eine Vielzahl von Assistenzsystemen entwickeln, um bei Interventionen in Real-Time sozusagen was bereitzustellen. Stellen Sie sich solche KI-Assistenzsysteme vor, wie beim Rückwärts-Einparken. Daran haben Sie sich auch gewöhnt, dass es piepst, bevor man dagegen schlägt. Lange Zeit hat man gesagt, braucht doch kein Mensch. Also ich komme noch aus dem Alter, gab es das noch nicht, als ich angefangen habe, Auto zu fahren. Und da wollte sowas niemand haben.
gab es keine, kein Mensch wollte in Deutschland Automatik haben, kein Mensch wollte Einparkhilfen haben. Heute kann man sich das gar nicht vorstellen, dass man das nicht haben wollte. Und so wird es mit solchen KI-Assistenten auch sein. Das heißt, wir versuchen, den kompletten Raum zu verstehen, in dem wir alle Objekte darin erkennen, in Realtime analysieren. Und wie macht man sowas? Naja, wir benutzen dafür auch wieder künstliche Daten, indem wir verschiedene Körpergrößen, dann entsprechende Kleidungsstücke drüber anlegen, denn wir können nicht normale Daten nehmen. Wir können jetzt nicht so einen Coco-Datensatz nehmen, der im Internet existiert, weil natürlich Health Professionals völlig anders da aussehen. Und da brauchen wir natürlich alle Körpergrößen, Hautfarben und so weiter. Wir können dann diese Bewegungen, diese Aktivitäten in solche Kontexte setzen, die sind wichtig, um eine gute Erkennung zu bekommen. Und dann können wir beispielsweise solche Systeme hier entwickeln. Ich zeige es gerade mal hier. Medizinsterilität, sozusagen ist so ein OP-Set korrekt vorbereitet. Wir haben einen Raum mit 60 hochauflösenden Kameras, die in Echtzeit, also im Hardware getriggert, die Daten von allen möglichen Seiten aufnehmen und die kleinsten Bewegungen der Mediziner, wenn die operieren, mit erfassen und damit solche Assistenzsysteme entwickeln. Wenn ich gehe weiter. Ja, beispielsweise hier eine Anwendung, ich bin gleich zu Ende, eine Minute noch, gleich zu Ende, hier sehen Sie jetzt, wie Körper in 3D reingefittet werden in solchen Szenen. Und damit können wir die Organe im Raum genau erfassen. Und für was ist das gut? Naja, bisher ist es so, dass Mediziner, die sich in so einem Strahlenraum befinden, Sensoren tragen müssen. Allerdings tragen sie die unter der Bleischürze. Und am Ende des Monats müssen sie den Sensor abgeben, der wird dann ausgewertet. Und dann ist da null Strahlung drauf, obwohl sie den ganzen Tag oder einen ganzen Monat in so einem Raum gearbeitet haben, ja, weil es wird ja unter Bleischürze getragen. Aber tatsächlich sehen die natürlich an der Strahlenquelle dran. Sie kriegen eine Schilddrüse ab, das Auge kriegt Strahlung ab, das Gehirn kriegt Strahlung ab, aber nicht an dem Punkt, wo gemessen wird. Die Vorschrift sagt aus, das wird da getragen, drüber, bringt ihnen aber nichts. Wenn die jetzt aber eine Live-Visualisierung sehen, ja, und sehen, oh, ich brauche nur einen halben Meter zurückgehen und jetzt ist die Strahlung an mir vorbei. Und wie entsteht so eine Strahlung? Ja, je nachdem, wie der Fuß liegt beispielsweise, kommt da Strahlung drauf. Dann gibt es Streustrahlung, ähnlich wie beim Licht. Und die ist sehr gefährlich, weil die niederenergetisch ist. Und die erzeugt die größten Schäden im Gewebe. Und die drückt es halt einfach in den Raum rein oder strahlen ab im Raum. Und wir können halt genau zeigen, wo sind die. Und können für jedes Organ die einzelne Strahlenbelastung live vorhersagen oder für so eine Operation. Gehe ich mal ein bisschen drüber. Ja, die Frage ist, welche Anforderungen gibt es nun für KI-Ingenieure in Zukunft? Also KI-Ingenieure werden eben eng mit fortschrittlichen autonomen Systemen zusammenarbeiten, die in der Lage sind, Aufgaben eigenständig zu planen und auszuführen. Also nicht nur einen Befehl, wie wir es vorher gesehen haben, ausführen, sondern selbstständig planen und selbstständig handeln. Diese Zusammenarbeit erfordert eben neue Fähigkeiten in der Menschen-Maschinen-Interaktion und im Verständnis von künstlicher Intelligenz als Partner und nicht nur als Werkzeug. Das heißt, wir werden bald in auf gleicher Ebene zusammenarbeiten. Ethik wird hierbei eine zentrale Rolle spielen, denn sie müssen in der Lage sein, tatsächlich ethische Prinzipien mit in die Systeme einzubauen, einzuplanen. Und das sind tatsächlich nicht nur, ob man fragt, will man es überhaupt haben oder nicht, sondern es sind ganz viele Detailentscheidungen, die beim Entstehen eines solchen Systems beachtet werden müssen. In Zukunft können die KI-Entwicklungen eng mit den Feldern wie beispielsweise synthetische Biologie und Neurotechnologien verzahnt zusammenarbeiten. Also KI-Ingenieurinnen und Ingenieure können an Schnittstellen arbeiten, um hybride biologisch-digitale Systeme zu schaffen, die neue Formen von Kognition und Problemlösung ermöglichen. Und jetzt mache ich noch eine steile These, die ist mir wichtig, und zwar in der Biologie gibt es eine ganz spannende Zeit, nämlich das Kambrium, das etwa vor 550 Millionen Jahren war. Schauen Sie mal, das Entstehen des Lebens war etwa vor 3,5 Milliarden Jahren, also gar nicht so lange her. Da gab es auf einmal eine Explosion von verschiedenen Arten. Es sind ganz viele Arten entstanden. Und es gibt so zwei Theorien in der Biologie oder Evolutionsbiologie. Einmal, dass sozusagen eine abiotische Bedingung herrschten, dass auf einmal der Sauerstoffgehalt im Wasser anstieg und deswegen die Entwicklung möglich war. Es gibt so eine zweite Sichtweise, ist etwa gleich häufig vertreten,
möglicherweise auch eine Kombination aus beiden, dass es eine Entwicklung des Wettrüstens gab. Nämlich in dieser Zeit ist sozusagen die bipolare Bauweise in der Natur entstanden. Ja, Lebewesen haben häufig haben eine linke und eine rechte Seite und das Auge ist entstanden. Und auf einmal war es möglich, eben Nahrungsmittel aufzufinden, so eine Art Wettrüsten, die aufzufressen oder davon auch von Feinden abzuhauen. Und häufig wird das sozusagen als der Grund für diese Artenexplosion gesehen. Die spannende Frage ist, was ist, wenn wir die Singularität erreichen? Was ist, wenn dieser Punkt ist, dass tatsächlich die KI-Systeme sich selbst entwerfen können, sozusagen wir nicht mehr notwendig sind, um diese Systeme zu bauen? Was passiert zu diesem Zeitpunkt? Das ist auch eine spannende Diskussion, die man vielleicht hier anführen kann. Die Arbeit von KI-Ingenieuren wird zunehmend globaler Natur sein, da KI-Systeme weltweit Auswirkungen haben. Dies erfordert ein tiefes Verständnis von internationalen Standards, Kulturen und Unterschiede, um globale ethische Normen zu berücksichtigen. Ja, ich gehe mal drüber und bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. Applaus